Ein Einbruch der türkischen Lira und Sorgen über weitere Beschränkungen wegen des Coronavirus in Deutschland drückten die europäischen Aktien am Montag nach unten, wobei Banken und Reiseaktien den größten Schaden nahmen. Robert Halver von der Baader Bank: Die Politik kann nur eins, Lockdown, Lockdown, Lockdown. Wo ist da die Perspektive? Die Menschen werden ja mürbe gemacht, die ganzen Einkäufer und Verkäufer, die Konsumenten, die Unternehmer, die wissen ja nicht mehr, was sie tun sollen. Wir haben zwar eine sehr starke Industrielandschaft, die auch börsennotiert ist, nicht die Dienstleistungslandschaft, die nicht börsennotiert ist, aber wir brauchen trotzdem eine Perspektive. Der Mensch ist ein psychologisches Wesen. Man muss ihm die Möhre vorhalten, damit er weiß, dass er laufen muss. Der paneuropäische Stoxx 600 fiel um 0,5 Prozentpunkte und damit zum zweiten Mal in Folge. Der deutsche DAX fiel in der Früh ebenfalls um 0,5 und lag gegen Mittag bei 14.640 Punkten.